The anointing of fire is over you. And this fire is possible. Will never go off. And this fire that never ausgeht. So have no fear or believe that your situation is over. Fürchte dich nicht. Glaube daran, dass deine Situation jetzt vorbei ist. Because that anointing of fire will cause anything that wants to go up to come back again in your life. Denn dieser Segen, dieses Feuer wird dafür sorgen, dass alles, was ausschien, nochmal neu entfacht wird im Namen Jesus. If you're in a position of giving up, don't give up. Wenn du gerade dabei bist, aufzugeben, gib nicht auf. If you're in a position of losing hope on a particular thing, don't lose hope on that thing. Wenn du das Gefühl hast, dass die Hoffnung nicht mehr da ist, in einer bestimmten Sache, gib die Hoffnung nicht auf. In the light of God have not gone off. Denn wenn das Licht Gottes noch nicht ausgegangen ist, nothing that concerns you will ever go off in the name of Jesus. Denn nichts, was dir oder auf deinen Namen fällt, ausgegangen. As far as you dedicate your mind to it. Ich möchte, dass du deinen ganzen Geist darauf setzt. Dedicate yourself towards the achievement of what you want to achieve. Dass du dich darauf konzentrierst, das, was du erreichen möchtest, dass du es erreichen willst. God will cause it to come to pass in you, in Jesus' name. Denn der Herr wird dafür sorgen, dass es in Erfüllung geht. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mächtigen Namen beten wir. Amen. Father, as we are about to start to the next level. Vater, jetzt wollen wir nochmal in das nächste Level aufsteigen. Lord, we pray that you will take charge as well of the man of God is going to speak. Hoffen wir, glaub daran, dass du den Mann, des Mann Gottes, der jetzt gerade spricht, noch ermutigt. With power, und dass mit Kraft spricht, fear, ohne Furcht, that he will reveal that which is meant for us today in the name of Jesus. Dass er uns das aufzeigt, was für uns wichtig ist, im Namen Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mächtigen Namen beten wir. Amen. Amen.